Keine Frage, diese Rallye kann noch weitergehen, aber sie steht übergeordnet auf ziemlich wackeligen Beinen. Warum? Nun ja, der Auslöser dieser Rallye ist eine extrem überverkaufte Situation der Aktienmärkte mit extrem negativer Positionierung vieler, vor allem institutioneller Investoren, mit bärischer Stimmung, was das Sentiment betrifft. Und so passiert im Prinzip das Gegenteil dessen, was alle erwarten, nämlich die Kurse gehen nach oben. Das zwingt dann viele zu Eindeckungen. Aber irgendwann ist eben jeder Short Squeeze auch zu Ende. Und wir haben es hier vor allem mit Mechanik und nicht mit einer fundamentalen Rallye zu tun. Denn da gibt es ein paar Probleme, die hier diese Rallye ausbremsen dürften, warum wir eben jetzt nicht in einem neuen Bullenmarkt sind, sondern nach wie vor mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Bärenmarkt-Rallye sehen, die aber wie gesagt noch weiteres Potenzial wahrscheinlich nach oben hat. Schauen wir uns mal einen der Haupttreiber an, warum es heute nach oben geht. Da sehen wir diesen Vormarsch der Ukraine. Irgendwie hat das die Laune der Investoren verbessert. Man sagt sich, naja, vielleicht ist dann irgendwann diese Energiekrise auch in Europa mal irgendwie nicht mehr so schlimm wie derzeit. Aber werden wir russisches Gas kaufen? Werden wir russische Energie bekommen? Die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering, dass das irgendwann passiert, selbst wenn die Ukraine jetzt weitere Geländegewinne gemacht hat. Putin hat übrigens heute gesagt, es sei notwendig, vom Dollar fern zu bleiben. Also er versucht sozusagen die BRICS-Staaten um sich zu sammeln, also seine ideelle Koalition, könnte man sagen, hier mit anzusprechen. Aber das Problem, das ich hier sehe, je erfolgreicher eben die Ukraine ist, umso gefährlicher wird Russland, umso gefährlicher wird möglicherweise Putin oder jemand, der an Putins Stelle treten würde. Das ist doch der eigentliche Punkt. Das heißt, je dramatischer die Lage in Russland ist, aufgrund der militärischen Situation, die wahrscheinlich aus Sicht der Russen alles andere als zufriedenstellend ist, umso undurchsichtiger wird das, was da in Moskau möglicherweise dann passiert. Kommt da jemand ans Ruder, der noch krasser ist, oder wird Putin selber dann zum Beispiel taktische Atomwaffen einsetzen, also so kleine Atomwaffen, könnte man sagen. Interessant ist, wie hier die Moscow Times berichtet, dass Putin sich offenkundig zurückgezogen hat nach Sotschi in seine Wohnung dort und hier Treffen mit Militärs abgesagt hat. Das ist ein sehr seltsames Signal. Aber wie gesagt, je erfolgreicher die Ukraine ist, aus meiner Sicht, umso gefährlicher könnte das dann werden. Und hier nochmal zu dieser Überverkauftheit. Ich habe diese Grafiken schon öfter gezeigt. Ich verspreche, es ist das letzte Mal. Stockputs, also Put-Positionen in einzelnen Aktien, extrem hoch. Dadurch dieser Gegenschnapper, die Institutionellen haben sich massiv abgesichert. Vor gut einer Woche, als die Welt ganz, ganz düster schien, die Märkte fielen und fielen. Und wenn jetzt was nach oben geht, dann kommen diese Positionen unter Druck. Oder man sagt sich als institutioneller Investor, der einen Long-Portfolio absichert, naja, brauche ich jetzt nicht mehr so viel Absicherung nach unten, weil die Kurse steigen. Ja, dann haben wir hier die Vermögensverwalter in den USA, NAAIM, hier nur noch Investitionsgrad 27%. Also die sind nicht dabei gewesen. All das ist noch Munition wahrscheinlich für weitere Aufwärtsbewegungen, zumal auch die Privatinvestoren mit 18% Bullen wirklich auch extrem bärisch gestimmt sind. Und so fragt Goldman Sachs, naja, seid ihr wirklich auch auf der Oberseite gehedged? Was macht ihr, wenn die Kurse steigen? The pain trade is now up. Oder wie ich heute Morgen im Videoausblick getitelt hatte, der Weg des größten Schmerzes, der weist derzeit nach oben. Und so ist es auch gekommen. Aber wie gesagt, alles hat seine Grenzen, solange die fundamentalen Voraussetzungen sich nicht geändert haben. Und die fundamentalen Voraussetzungen sind, dass die Fed ein Pivot macht, wie die Amerikaner sagen, eine Umkehr, eine Wende, dass sie sagt, okay, wir senken jetzt die Zinsen, statt sie noch weiter anzuheben und vor allem dann eine Zeit lang, eine längere Zeit auf diesem Niveau zu belassen. Das ist ja das, was Jerome Powell in Jackson Hole klar gemacht hat. Aber klar, wir haben hier eben diese Mechanik, die jetzt die Märkte letztendlich nach oben treibt. Dann sucht man sich gute Gründe. Ah, guckst du, Ukraine ist auf dem Vormarsch. Mensch, vielleicht ist dieser Krieg irgendwann vorbei und die Ukraine gewinnt sogar.
Da habe ich meine Zweifel, dass das so passieren wird. Aber jetzt sehen wir, dass dieses Delta praktisch schon ein bisschen abgebaut ist, dieses negative Delta. Also praktisch die Absicherungen auch von Market Makern, die Optionen verkaufen, die sich dann in die jeweilige Richtung absichern müssen. Jetzt steigen die Märkte. Jetzt treten diese Market Maker als Käufer auf. Die brauchen diese Absicherung nicht mehr. Jetzt ist ja am Freitag der große Verfall. Und das, was jetzt noch übrig ist, das sind die CTAs, auch amerikanische Vermögensverwalter, die sind auch unterinvestiert, müssen vielleicht auf diesen Zug noch aufspringen. Also ist da vielleicht noch Luft nach oben. Aber die sogenannten Financial Conditions, das ist ja das, was die Fed so unglaublich interessiert. Und die Fed möchte diese Financial Conditions straffen, weil sie sagt, naja, wenn die Leute Gewinne im Aktienbereich haben, dann wollen sie wieder mehr konsumieren, dadurch entsteht mehr Nachfrage, dadurch entsteht noch mehr Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Und das ist vor allem in den USA das große Thema. Jetzt sehen wir, dass sich der S&P und diese Financial Conditions, die sich ja vor dieser Rallye deutlich gestrafft hatten, dass da schon eine gewisse Lücke ist, auch wenn wir im unteren Chart sehen, dass hier diese Financial Conditions wieder ein bisschen laxer geworden sind. Aber das ist etwas, was der Fed nicht gefällt. Das hat sie sehr klar gesagt, sehr klar kommuniziert. Also arbeiten die Märkte im Grunde gegen die US-Notenbank, die nicht mehr der Freund und Helfer ist, sondern tendenziell jetzt ein Gegner, auch wenn die Fed sicherlich nicht einen Crash will. Jetzt haben wir morgen ja die lange erwarteten US-Inflationsdaten, erwartet 8,1%. Die Fed selbst erwartet in ihrem Tracker 8,2%. Heute kamen die Umfrageergebnisse des New York Fed Survey, also praktisch eine Umfrage der New Yorker Fed, die einmal im Monat stattfindet. Und da sehen wir, dass die Inflationserwartungen deutlich gefallen sind auf verschiedensten Zeitebenen, sowohl für ein Jahr als auch für 3 Jahre. Das ein Jahr, die einjährige Inflationserwartung jetzt auf dem tiefsten Stand seit 10 Monaten. Und wir sehen, wie Modest Proposal hier twittert, dass man aus der Wirtschaft wohl hört in den USA, dass wir einen deutlichen Abschwung im Juni hatten, aber seit Ende Juli wieder Belebung der Geschäftstätigkeit haben. Aber mental, und das ist der, glaube ich, hier relevante Punkt, hat der Fall des Benzinpreises in den USA, der 90 Tage in Folge gefallen ist, einen sehr, sehr wichtigen psychologischen Effekt, vor allem auch für die Inflationserwartungen. Das ist vielleicht auch ein Treiber, so ein bisschen dieser Rallye, dass man sagt, naja, das mit der Inflation, das wird nicht so schlimm, weil die Benzinpreise sind doch am Fallen, aber die Inflation ist eben nicht nur Benzinpreis. Ja, und diese Financial Conditions, um das nochmal aufzunehmen, Neil Kashkari hat es klar gesagt, ich war happy, als ich gesehen habe, dass die Märkte nach der Rede von Jerome Powell und Jackson Hole gefallen sind. Jetzt ist aber der Index 2,5% wieder höher, nämlich der S&P 500, als zu dem Zeitpunkt, als Neil Kashkari sagte, ich war glücklich, dass die Märkte gefallen sind. Hier sehen wir diese potenzielle inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das ist für die Bullen ein Hoffnungsschimmer, wie Northman Trader hier in dieser Grafik zeigt. Man erwartet ja dennoch, dass die Fed, und das haben viele Fed-Speaker klargemacht, die Zinsen so um und bei bis 4% anhebt, aber dann auch relativ zeitnah wieder senkt. Das sagen die Märkte. Die Fed sagt, nö, machen wir nicht. Aber selbst wenn die Fed es machen würde, dann hat sie massive Gründe, etwa eine Rezession. Eine Rezession wiederum heißt sinkende Gewinne und Umsätze für die Unternehmen. Also auch eine Rezession ist jetzt nicht das Goldilocks-Szenario eben für die Aktienmärkte. Viel wird ankommen auf den Dollar-Index, den wir hier in einem Chart von Capital.com sehen, meine Damen und Herren. Der ist gefallen. Und das ist das, was die Märkte beflügelt, weil eben heute der Euro gestiegen ist, praktisch wegen des Vormarsches der Ukraine, den wir jetzt derzeit sehen. Das hat den Euro nach oben gebracht, dadurch der Dollar-Index weiter nach unten, und Dollar-Index zu S&P 500 verhält sich spiegelverkehrt. Also steigt der Dollar, fällt der S&P 500 und umgekehrt. Diesmal eben ein schwächerer Dollar, gut für die Aktienmärkte. Und schon ist diese Rallye fertig, die, wie gesagt, viel Mechanik hat, wenig Fundamentales hat, ein bisschen Fundamentales mit der Hoffnung, dass eben die Inflation jetzt doch deutlicher zurückkommt, vor allem in den USA. Aber sei es drum. Schauen wir uns mal hier um nach Deutschland. Kommen wir sozusagen in die Heimat, wenn man so will.
Hier hat das IFO deutlich die Wachstumserwartungen für Deutschland gesenkt. Man erwartet eine Winterrezession und Anfang 2023 eine Inflation von 11%. Wir sehen, dass man hier sehr deutlich etwa die Wachstumserwartung gesenkt hat und sehr deutlich eben auch die Inflationserwartung angehoben hat. Das, was die EZB zähneknirschend auch schon hat machen müssen. Und eins ist klar, selbst wenn irgendwie jetzt die Ukraine gewinnen würde, was aus meiner Sicht, wie gesagt, jetzt noch nicht wirklich in irgendeiner Form absehbar ist, dann haben wir nach wie vor das Problem, dass wir höhere Energiepreise haben werden. Die werden vielleicht nicht mehr diese Peaks erreichen, die wir gesehen haben, aber die werden wahrscheinlich auch nicht auf die Niveaus fallen, die wir vor dem Ukraine-Krieg gesehen haben, beziehungsweise begann ja der Anstieg der Strompreise schon deutlich vor dem Ukraine-Krieg, nämlich Mitte letzten Jahres schon. Aber dennoch, wir haben es hier mit einem Angebotsmangel zu tun. Und wie die Lage derzeit ist, sieht man etwa an deutschen Daten. So hatte Deutschland zwar Importe aus Russland quantitativ deutlich gesenkt, aber für das Wenige deutlich mehr bezahlt. Also man hat praktisch seine Importe massiv verteuert und auch dieses Flüssiggas, das dann aus USA kommt oder wo auch immer her oder aus Katar, das ist natürlich extremst teuer, wird dazu führen, dass die Staatskassen immer mehr belastet sind, dass die Handelsbilanz der Deutschen, die Jahrhunderte gefühlt positiv war, eben nicht mehr positiv sein wird, absehbar. Und der Andreas Steno Larsen zeigt hier ein Muster, was wahrscheinlich kommen wird. Wir haben eine hohe Inflation aufgrund der Energiepreise, also wird Produktion stillgelegt. Die stillgelegte Produktion wird zu weniger Nachfrage führen, was dann die Energiepreise wieder nach unten bringt. Aber dann wird die Produktion wieder aufgenommen, wieder gesteigert, sodass die Preise für Energie wieder steigen und dann die Inflation wieder steigt. Und so drehen wir uns möglicherweise in so einer Loop, die sich da ewig wiederholt. Jetzt hat die EU im Gegensatz zu den Briten eine großartige Idee. Die will nämlich vor allem den Stromverbrauch senken. Aber die Frage ist, wie kriegst du das hin, dass du den Stromverbrauch senkst? Selbst etwa jetzt diese großartige Idee, dass in den Städten zum Beispiel keine Reklame mehr leuchten soll, das führt dann zu Problemen wie, naja, im Winter dann gehen diese Dinge ja kaputt, weil die praktisch einfrieren und dann kann man praktisch eine neue kaufen. Also muss man praktisch jetzt Heizungen einbauen, die wiederum mehr Strom verbrauchen als das, was da an Lichtstrom verbraucht wird. Also so richtig ausgegoren ist das aus meiner Sicht nicht, was die EU plant. Eben statt zu sagen, hey, lasst uns alles tun, dass wir das Angebot ausweiten, will man vor allem die Nachfrage nach unten bringen. Und die Briten zeigen das, was Liz Truss jetzt vorhat, eben, hey, wir wollen das Angebot ausweiten. Das ist aus meiner Sicht zumindest kurzfristig der richtige Weg, dass man erneuerbare Energien fördert und hier sozusagen versucht, das weiter auszubauen, ist gar keine Frage. Aber kurzfristig müssen wir ja eine pragmatische Lösung für unser Problem finden. Und ein Problem haben wir auch mit China, denn die Abhängigkeit von chinesischen Importen wird immer größer. Hier sehen wir ein neues Allzeithoch. Wir sind also ähnlich abhängig von China wie von Russland in Sachen Energie, nur von China eben auf so vielen Ebenen insgesamt. Das ist ein Risiko. Die Exporte Deutschlands nach China stagnieren, aber die Importe steigen immer weiter. Also unsere Handelsbilanz wird wirklich immer schlechter. Und eins darf man nicht vergessen, dass jetzt vor allem Gaslieferanten praktisch ihre Langzeitverträge kündigen mit Ländern, die es weniger dicke haben, wie etwa Pakistan. Und dann sagen sie, okay, dann zahlen wir ein bisschen Strafe, aber wir verkaufen unser Flüssiggas dann am Spotmarkt, wo wir wissen, dass die Deutschen jeden Preis bezahlen. Diejenigen, die in die Röhre schauen, das sind eben solche Länder wie Pakistan. Also das ist sozusagen das große Muster. Wir können uns das noch leisten, andere können sich es nicht leisten. Es wäre gut, wenn wir darüber mal sprechen würden, dass unsere Energiepolitik andere massiv schädigt. Aber das kommt ja nicht so wirklich vor. Wie die Perspektiven für Europa sind, zeigt etwa der Kursverlauf amerikanischer Aktien, die besonders stark in Europa engagiert sind. Man sieht hier, die hinken deutlich, deutlich hinterher. Diejenigen, die also keine Exposure nach Europa haben oder wenig, die performen deutlich besser. Also man zahlt schon einen gewissen Abschlag an der Wall Street für Europa. Und wir sehen, das hatte ich auch schon heute mal gezeigt, die Inflows respektive Outflows aus ETFs, was also an Geldern rausgeht oder reingelegt wird. Europa praktisch jetzt seit Monaten in Folge wird massiv Geld rausgezogen aus europäischen Aktienmärkten. Gleichwohl der DAX eben aus dieser Ukraine. Keine Freude, heute doch weit über 2% im Plus. Zwei Artikelhinweise, meine Damen und Herren, zu guter Letzt.
Immobilienpreise fallen, es droht ein global synchronisierter Abschwung. China, USA, auch Deutschland, der Immobilienmarkt, der durchaus jetzt nicht mehr so in diesem Hurra-Modus. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, Gaskrise. Deutschland stürzt sich von einer Abhängigkeit in die nächste. Vorher waren wir von russischen fossilen Energieträgern extrem abhängig. Jetzt sind wir von diesen Flüssiggaslieferungen extrem abhängig, die nicht nur CO2-technisch eine Katastrophe sind, sondern eben auch extrem teuer sind. Also es ist irgendwie ein gewisses Trauerspiel, könnte man sagen. Diese beiden Artikel seien Ihnen empfohlen. Und ich wünsche jetzt einen schönen Abend und sage Servus und Ciao.